Ja, die amerikanische Notenbank hat also den Geldhahn nochmal richtig weit aufgedreht auf der Notenbanksitzung in dieser Woche. 600 Milliarden Dollar werden nochmal freigeschaufelt. Das ist eine Menge. Warum greift die amerikanische Notenbank nochmal zu so extremen Maßnahmen? Die Erholung ist bisher sehr schleppend verlaufen und das Arbeitslosigkeitsproblem besteht nach wie vor immer noch. Es ist von vielen schlechten Alternativen noch die beste. Das hat auch Bernanke gesagt. Die Strategie birgt Risiken, aber man hat mehr oder weniger keine andere Wahl. Und was glauben Sie, werden die Maßnahmen greifen? Werden sie funktionieren? Also wir denken nicht, dass sie einen großen Unterschied machen werden. Wir gehen auch weiterhin von einem langsamen Wachstum in 2011 aus. In der Hauptsache, weil einfach nur Geld in das System zu schießen, hilft nur begrenzt. Was wirklich vonnöten ist hier auch, ist die Schaffung von Arbeitsplätzen aufgrund struktureller Änderungen. Denn eine Wirtschaft kann nicht nur von Serviceleistungen und Konsum leben. Es ist eine Menge Geld, wir haben es jetzt gesagt, diese expansive Geldpolitik. Was für Gefahren birgt das? Also einmal die Gefahr einer Blasenbildung, das haben wir auch unter Greenspan gesehen. Das billige Geld hat im Wesentlichen zu der Immobilienblase beigetragen, eine der größten Krisen der Nachkriegsgeschichte. Und jetzt auch, wenn das Geld so billig ist und hier Anlagemöglichkeiten fehlen in den USA, sieht man schon die Tendenz, dass es abwandert in Schwellenländer, weil sich dort vermeintlich bessere Anlagemöglichkeiten bieten. Und auch in Rohstoffe, da sehen wir auch schon einen leichten Aufwärtstrend. Was für eine Woche, kann man nur sagen, ja nicht nur die Notenbanksitzung, sondern auch noch die Kongresswahlen. Wie wird sich denn die Politik jetzt nach den so wichtigen Kongresswahlen verhalten? Es ist zu befürchten, dass ein Stillstand eintritt, was äußerst ungünstig ist in der jetzigen Lage. Gerade jetzt müsste die Politik eigentlich Maßnahmen ergreifen. Wir sehen vom Finanzministerium nur begrenzte Möglichkeiten und dann fällt es der Federal Reserve zu, eben solche Maßnahmen zu treffen wie das Gelddrucken. Man kann nur hoffen, dass sich die Politik dort einigt und zusammen kooperiert. Denn nächstes Jahr ist 2012 ist das Wahljahr. Das heißt, im nächsten Jahr wird die Regierung wahrscheinlich nicht besonders viel tun, was sie unbeliebt macht bei der Bevölkerung. Herr Navidi, vielen Dank für dieses Gespräch.